Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin nur so am Schauen, was ich so alles möchte. Die nächsten drei Punkte gehen entweder in Ressourcen rein. Mehr Präzision wäre auch nice. Weil ich gerne niederschlagen und den hätte. Aber unauffällig wäre auch nice. Genauso wie starker Schlag. Mehr Schlagangriffe ist nice, obwohl ich viel mit Bogen mache. Aber... Ah, ist schon alles nice. Okay, cool. Dann machen wir erstmal weiter. Dann gehen wir noch eine Folge. Wir brauchen auf jeden Fall den Bogen hier. Guck mal, wie cool mir das mit dem Wasser und so weiter. Ich mag das, solche Details hier. Ah, herrlich. Ja, so, okay, hier, unschön. Läuft sie über, aber es sind diese kleinen Details, die es schon irgendwie sexy machen. I like. Wo ist die Anführerin überhaupt? Oh. Ach, da oben. Okay, dann war ich doch richtig. Warte mal. Kann ich mit reden? Wir müssen verhindern, dass das wieder passiert. Ich schlafe eh noch nicht ganz. Ja, na dann. Egal was, aber das ist sexy. Gab's heute mit dem Wort sexy, fällt mir auf. Egal. Bitte sag mir, dass es vorbei ist. Sind da die Schweinekeulen einfach auf dem Tisch liegen? Moment. Ja, einfach so auf dem Tisch mit Heu und Schmutz. Läuft. Schönes Leben hier. Stell fest, ihr wisst, wie man das richtig macht. Und nu? Ich muss das mit der Königin da umreden. Entschuldigung. Ja. Ich vergaß. Ach ja. Safe Spot und so. Ja, alles klar. Ach, warte mal, du hast eine Lootbox. Alles klar, wir nehmen die Lootbox, danke. So. Wer bist du denn? Ein Regenbogen hat dich gebracht und du hast uns gerettet. Woher kommst du? Ein Mann namens Harcourt vor dem Dorf warnte mich. Verräter! Er sollte die Stellung halten. Ich leg ihn in Ketten. Er ist schon vorbei. Er ist tot. Was? Dieser elende, faule Nichtsnutz von einem Bruder. Warum hört er nie? Warum? Er hatte Angst, du und die ganze Stadt würdet getötet. Hast du eine Ahnung, was die Grauhabichte herlockt? Gibt es etwas, das sie angelockt haben ich könnte? Weiß was, aber okay. Liegt hier noch Maschinenschrott herum? Nein. Außerem Nutzenschrott. Nicht wie die Karja. Die nehmen nur schöne Teile. Also ließen die Karja hier Schrott liegen? Hier? Niemals. Wenn ein Karja hier was liegen lassen würde, würde ich es ihm in den Hals stecken. Diese Liebe. Warum glaubst du, dass Karja hinter den Grauhabichten stecken? Dieser Außenposten sollte die Karja abwehren. Jetzt kommen sie zum Handeln her. Schön. Ihre Scherben sind so gut wie andere. Aber jeder weiß, dass sie das Dorf wollen. Ist doch klar. Sie wollen doch jeden Ort. Und wie lockten die Karja die Habichte her? Wenn die Angriffe je aufhören, setze ich vielleicht einen Mann auf ihre Spur an. Er wird garantiert auf einen Karja stoßen. Welch nicht festgefahrenes Bild er hat. Sehr schön. Wollte hier jemand Köder verkaufen? Das sind Geräte, die Maschinen rufen. Wie bitte? Ist das eine Art Nora-Witz? Das heißt dann wohl nein. Was ist deine Aufgabe hier? Genau, wer bist du? Bürgermeister. Ich war zu betrunken, um nein zu sagen, als mein Bruder mich fragte. Sag mir, wo er ist. Ich will ihn beerdigen, wenn wir die Grauhabichte los sind. Du findest ihn südlich von hier, am Flussufer. Verdammter Narr. Wie blöd. Der Trottel. Danke. Dass du am Ende bei ihm warst. Ach, wir haben doch Emotionen. Schau an. Lass mich untersuchen, wieso die Habichte angreifen. Du hast viel zu tun. Wir haben so gelb-grüne Augen. Nie irgendwie schon ganz nice mit dem Licht. An. Liest du gut Spuren? Ich bin eine Nora, natürlich. Das könnte man sagen. Also gut. Halt mich auf dem Laufenden. Hammer auf Stahl, dass ein Karja dahinter steckt. Ja,
aus! Geh aus! Was machst du da? Bei der Sonne! Es geht nicht aus! Was ist das? Ich hab's nicht gebaut. Es lag in einer alten Werkstatt. Was immer es ist, seit es eingeschaltet ist, greifen die Habichte an. Also von den Klamotten her kommt der Wanderer. Ich weiß nicht, wie ich es stoppen kann! Ja, einfach mal kaputt machen. So, das war's wohl. Jetzt rede. Ich mag unser Outfit, diese Perlen und... Ja, finde ich gut. Hast du die ganze Zeit über gewusst, dass das Gerät Grauhabichte anlockt? Bei der Sonne! Nein, ich hab's kurz abgestellt und als ich zurückkam, hätte mich eins dieser schrecklichen Viecher beinahe geköpft. Du hast das Ding in einer Werkstatt gefunden? Ja, ich schlug mein Lager hoch auf dem Ostgard auf. Es war selbst für mich kein einfacher Aufstieg, aber ich schnürte mein... Genug. Gab es noch andere Geräte in der Werkstatt? Zurückgelassenes, wie ich es noch nie zuvor sah. Ein seltsames Behältnis widerstand all meinen Versuchen, es zu öffnen. Bei meiner Suche fragte ich mich, wie viele Geheimnisse in der Welt verborgen liegen. Während wir... Voller Ignoranz, unsere täglichen... Ein Gerät? Oh, nein, ich habe keins gesehen. Doch, es könnte noch eins da sein. Und Schrecken verbreiten wollen. Warum klaust du Geräte, die du nicht mal verstehst? Meine Kunden verlangen nach außergewöhnlichen Stücken vom Rande der Zivilisation. Meine Abenteuergeschichten steigern noch den Wert. Wo sich niemand hinwagt, blühe ich auf. Es gibt nirgendwo Berge, die mir zu hoch sind. Mein Geschäft erfordert Opfer. Erfordert es auch den Tod von Schuldiger? Ganz ehrlich. Die Grauhabichte griffen alle im Dorf an. Ich wollte nicht, dass das passiert. Ich wollte nur die reichen Adligen zufriedenstellen, die nie ihr Haus verlassen. Das Gerät ist gefährlich. Ich muss diese Werkstatt finden und mich dort umsehen. Wo ist sie? Auf dem Ostgrat, hinter meinem Lager. Doch als ich die Werkstatt verließ, zeugte ein Krachen von oben von Unheil. Ich sprang in den Fluss nur kurz bevor eine Lawine herabstürzte. Schwätzer. Man kommt nicht mehr hin, denn der Weg ist zu unsicher. Ich probier's. Und du, halt dich fern von der Werkstatt und versuch nicht noch mehr anzurichten. Mal schauen, ob er das schafft. Versuch ein Scheuerfeld, begib dich zum Lager. Uff, okay. Uff. Okay, ein paar Meter. Eigentlich müsste ich hier so ein paar Stürmer kaputt machen? Waren Stürmer? Ne, das waren Trampler, ne? Eigentlich müsste ich ein paar Trampler kaputt machen. Hab ich ja gar keinen Bock drauf. Für den Bogen. Ich will diesen Bogen haben. Dieser Kaja sagte, die Werkstatt sei bei seinem Lager auf dem Ostgrat. So, ich muss mir nochmal gerade anschauen. Also, den hätte ich auch gerne. Oh, den kann ich sogar schon. Das langsam feuernde Schleuder wird explosive Bomben mit verschiedenen Auslösermessern, die große Stoß- und Flächenschaden verursachen, modifiziert werden. Sieht auch fancy aus. Okay, dafür brauche ich Kaninchenhaut und Fuchshaut. Keine Ahnung, was es ist, aber es sieht cool aus. Den habe ich schon. Und genau den will ich. Den Kriegsbogen. Da brauche ich ein Tramplerherz für. Den habe ich. Da brauche ich ein Kristallgeflecht, was ich nochmal nicht habe. Da brauche ich Schnappmaulherz. Okay. Also. Trampler. Was waren die hier? Okay, wir machen Trampler. Ihr wolltet es, ihr kriegt es. Holen wir uns einen Trampler. Ja, mach mal Schnellreise. Und dieses Schnellreisepaket muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal holen, wo ich das unendlich machen kann. Ja, das wäre nice. So, links von mir. Was macht mein Pfeilregiment? Wird mal gerade Zeit, alles einmal aufzufrischen. Okay. Ich brauche erstmal eine Deckung. Oh, davon habe ich eine.
So, jetzt analysieren wir mich. Also, Breakthrough, unten drunter Piercing, obendrauf Eis. Das heißt, wir fangen erstmal damit an. Jo, Jungs, drei auf einmal ist aber zwei mehr als ich wollte. Wenn die Teile erstmal weggesprengt sind, geht das ja sogar. So, irgendwo der an die Seite rein. An die Seite rein. Das Tramplerherz haben wir schon mal. Sehr schön. Wo der dritte? Ach, der dritte ist da schon direkt umgefallen. Sehr schön. Der hat es gar nicht mehr so weit geschafft. Ach, wie süß. Guck mal. Die habe ich ja länger nicht mehr gesehen. Ach, komm. Gib mir dein Auge. Gib mir dein Auge. Hat ein bisschen zu lange gedauert. Okay. So, da vorne liegt auch der andere Trampler, den das Zeitliche gesegnet hat. Ist okay, drei Trampler. Ich habe jetzt echt mit Schlimmeren gerechnet. Aber ja, hier haben wir zumindest noch ein paar Teile verloren. Medizin. Auch noch ein Teil. So. Dann kann ich mir zumindest gleich schon mal das erste Teil holen. Und dann können wir auf dem Weg gleich zur nächsten Quest... Auf jeden Fall Fuchssachen und Co. müssen wir mit Kaninchenhaut, Fuchshaut. Da brauche ich ein bisschen was. Jo, nice. So, da haben wir das zusammen. Und dann einmal wieder rüberporten. Ich bin gehfaul. Ich meine, ich habe die Schnellreisedinger. Warum nicht nutzen, was ich habe, ne? So. So. Dann gib mir doch bitte einmal den neuen Kram. Genau, du. So, was habe ich denn hier? Dich brauchte ich. Da, Tramplerz. Okay, du bist neu für mich. Nice. Offen. Ausrüsten. Okay. Schnappmauherz brauche ich noch. Die habe ich auch noch nicht. Kristallgeflecht. Tramplerherz. Schattenrassler. Ich hatte Sprengschleuder. Also es gibt anscheinend verschiedene. Ach, Lanz, komm weg. Haufen. Ich weiß noch nicht, wofür ich sie nachher alle brauche, aber... Was habe ich denn an Outfits? Panzerwandererherzen. Boah. Ja, ich sollte mich tatsächlich auch mal mit... Oh, drei Slots. Ich habe nicht genug Metallscherben. Na dann. Haben wir Zeit, ein paar Modifikationen zu verscherben, ne?
Ja, blau möchte ich noch nicht verkaufen, aber... Will ich Klamotten verkaufen, die ich nicht mehr brauche? Ja, oder? Ergibt ja keinen Sinn. Stolperfalle. Selbst da habe ich, glaube ich, mittlerweile eine bessere. Ja, eine Schattenstolperfalle. Alles klar, weg damit. Schade, dass den hier nicht irgendwie upgraden kann oder so. Das ärgert mich ein bisschen. So. Gegen... Achso. Muss man jetzt hier gerade ein paar Sachen verkaufen, um hier irgendwie gerade auf den Nenner zu kommen. Die Herzen habe ich noch nicht so viele. Wächterscheiben gehen. Ich glaube, mittlerweile sieht es so aus, als hätte ich von jedem einen. Okay, jetzt außer Plünderer. Und Wächter. Aber der Rest? Gänseknochen? Zwei Stück. Nee, das gibt... Hat er mir nicht immer gesagt, ich habe 100 davon? So viel habe ich gar nicht davon. 9 Plätze. Okay, da können wir aber zumindest mitarbeiten. Oh, ist ja schön. Kriegsbogen. Ach so. Ja, cool. Warte mal. Kriegsbogen. Oh. Oh, yo. Das sind alles neue EP-Sachen. Ja, cool. Die kann ich irgendwann mal offline machen, oder? 3 Maschinen mit einem Nährungsbomben. Ach, das sind die Dinger. Okay, Kaja Kriegsbogen. Die habe ich jetzt in meinem Inventar. Das sind die Schattendinger und dann habe ich jetzt tatsächlich hier Schockpfeile und Co. Oh, das bedeutet, ich kann meine Dinger auch wieder herstellen. Ne? Ich kann Tragekapazitäten wieder erhöhen. Oh yeah, baby. Truthahnhaut. Okay, cool. Dann kann ich Truthahnhaut auf jeden Fall schon mal ein bisschen upgraden. Und ihr seht das, ich bin ja gerade so ein bisschen froh, dass ich hier ein bisschen auch Loot wegkriege. Ne, sowas wie Truthahnhaut. Kaninchenhaut. Fuchshaut. Ja, wir müssen echt einfach Tiere erstmal wieder töten. Okay, neue Mini-Quest. Aber jetzt habe ich auch wenigstens Elektrobogen, ne? Da gibt jetzt auch zumindest jetzt auch einmal Sinn. Was war das nicht? Ah, nee, warte mal. Waffen modifizieren, ne? Da. So. Du bist ein. Boah, Eis. Eis hat er auch, oder? Ja. Eis und Feuer. Feuer habe ich gar nicht. Eis, Abriss, Verderbnis. Das ist natürlich ein Wert, ne? Boah. Ich tue erstmal Eis rein, weil... Obwohl Elektro auch nice wäre, ne? Mehr Schock. Aber habe ich noch nicht im Purple. Ich hier irgendwie noch Eis mit Dings? Ne, oder? Verderbnis. Verderbnis Eis. Verderbnis, Verderbnis nur so. Nehme ich Schock. Ja, ich nehme noch Schock rein. So, was mit dir? Okay. Da kann ich nur 2 Sachen reinslotten. Dann mache ich das doch erstmal. Okay, jetzt kommen wir natürlich in die Bedouille, dass ich für meinen Bogen natürlich immer... Jetzt muss ich zwischen den Waffen hin und her springen. Hm. Das ist ein bisschen schade. Okay, cool. Jetzt kann ich hier auch noch ein paar Sachen mal bauen. So. Es grenzt an ein Wunder, dass wir überlebt haben. Und dann müssen wir uns jetzt einfach nur ein paar Tiere krallen. Ist das eine Ratte? Oh ja, und dann auch gleich Blaulust. Sehr schön. Fängt das erste Tier doch super an. Aber warum gibt es hier nur Ratten? Oh, warte mal. Da vorne scheint doch was... anderes. Das ist ein Fuchs. Genau das, was ich brauche. Ja, Moment. Das Tierchen hole ich mir jetzt hier aber noch. Ach, scheiß Baumstamm. Ah, Fuchshaut. Nee, Fuchsknochen.
Haut. Okay, ja, gehört halt dazu, ne? Man muss sich den ganzen Shit einmal zusammencraften. Die Gummi. Oh, ich sehe die Viecher da oben schon wieder. Ich hab schon wieder richtig Bock drauf. Hier noch ein Tier? Hasi! Hasi, jetzt mach doch nicht diese Dinge, Mensch. Blau. Nice. Tierschweißtalisman, bevor ich das auch wieder brauche. Diese ganzen Opfer. Altari hier, naja, gut. Warum auch immer sie das da bauen und bezwecken, ich weiß es nicht. Aber, das finden wir raus beim nächsten Mal. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Bleibt mir treu.